Vama Dakshina Parishva Svasa Gamanasana ist die Bezeichnung für das dynamische Dreieck, gefolgt vom stabilen Dreieck. Ausgangsposition ist die Stehhaltung. Von hier gibst du die Füße etwa 1 Meter bis 1,20 Meter weit auseinander. Und jetzt atmest du ein und hebst die Arme hoch. Und beim Ausatmen drehst du dich nach rechts und fasst mit den Händen an den rechten Fuß. Einatmen, komme wieder hoch, dreh dich nach links, ausatmen nach links. Einatmen, wieder hoch und ausatmen nach rechts. Raffaella macht das ein paar Mal, ist also Vama Dakshina, das heißt links, rechts, zu Parshva, zur Seite. Svaga Sagamanasana bedeutet eben, dass du nach unten jeweils gehst. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann bleibe auf einer Seite, halte sie ruhig und atme tief ein und aus, was dann insbesondere die Flexibilität im Bein entwickelt.